Moin, heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Und zwar gibt es etwas Neues aus dem Eragon-Universum. Lang, lang ist's her, dass mit dem vierten Band die Eragon-Reihe abgeschlossen wurde. Aber damals hat der Autor Christopher Paolini schon angedeutet, dass er gerne wieder in diese Welt zurückkehren würde. Und somit wusste man als Leser, dass vielleicht irgendwann noch mal was Neues erscheint. Aber dass es jetzt auf einmal nach Jahren so plötzlich hier einen Kurzgeschichtenband gibt, damit habe ich dann gar nicht mehr gerechnet. Die Gabel, die Hexe und der Wurm, Geschichten aus Alagesia, Band 1 von Christopher Paolini, ist jetzt kürzlich erschienen im CBJ Verlag, kostet 18 Euro in dieser gebundenen Ausgabe und hat fast genau 300 Seiten. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, denn ich als Eragon-Fan habe natürlich darauf hingefiebert, dass es etwas Neues gibt und bin sehr, sehr gespannt gewesen, was mir diese drei Kurzgeschichten geben können. Denn eigentlich hätte ich mich mehr über eine neue Reihe, über einen neuen Roman in Alagesia oder irgendeine andere Reihe aus der Feder von Christopher Paolini gefreut. Aber natürlich als Fan möchte ich auch unbedingt wissen, was in diesen drei Kurzgeschichten jetzt passiert. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, nachdem ich es gelesen habe, meine Erfahrungen, meine Meinung mit euch zu teilen in diesem Video. Ja, zunächst einmal muss man wissen, dass nicht einfach nur drei Kurzgeschichten in diesem Roman vorhanden sind, sondern auch eine Rahmenhandlung. Wir treffen hier auf Eragon, ein Jahr später, nach dem Ende, nach dem Finale des vierten Bandes sozusagen. Und wir lernen Eragons Alltag kennen, mit seinen neuen Problemen, mit ein paar alten Problemen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer Eragon nicht gelesen hat. Deswegen möchte ich das hier nur so andeuten. Aber wer es gelesen hat, der wird wissen, was jetzt seine Aufgabe ist und ja, was er erreichen möchte und was er suchen muss. Und mit welchen, ja, Figuren und mit welchen Wesen er sich auseinanderhalten muss. Natürlich treffen wir wieder auf Saphira und auf andere alte Bekannte. Und er trifft eben auch auf Wesen, die ihn in dieser Rahmenhandlung Geschichten erzählen. Zum einen sind das die Eldunari, die alten Drachen, die ihm eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Mädchen, die Probleme hat mit mit ihrem Umfeld. Sie wird nämlich gemobbt und sie kommt tief betrübt nach Hause. Sie ist Tochter eines Wirtes und sie kommt in den Schankraum und sie trifft auf einen mysteriösen Fremden, der sie aber sofort anzieht und der ihr ja, von seinen Abenteuern erzählen möchte, aber nur, wenn sie ihm ihre Geschichte erzählt. Und das macht sie schließlich. Und wie die beiden zusammenhängen, die beiden Schicksale und was das Mysteriöse an dem Fremden ist. Und wir treffen hier auf eine altbekannte Figur, das kann ich schon mal sagen. Und ja, was dann auch eine Gabel damit zu tun hat, das müsst ihr selber lesen. Ja, die Eldunari erzählen das Eragon, um ihn ein bisschen abzulenken von seinen Problemen. Und es gibt natürlich da auch eine kleine Moral. Und eigentlich in jeder Geschichte gibt es eine kleine Moral, die Eragon in seinem Alltag so ein bisschen weiterbringen soll. Ja, die nächste Geschichte, die Hexe, kann man sich vielleicht denken, dreht sich um Angela oder Angela, die Kräuterhexe, die Eragon besucht und sie schnacken so ein bisschen und sie erzählt, dass es jetzt an der Zeit für sie gekommen ist, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber sie ist eine seltsame Persönlichkeit, das wissen wir aus der Reihe. Und sie schreibt ihre Biografie nicht chronologisch, sondern ihr fällt immer da gerade irgendwas ein aus ihrer Vergangenheit und schreibt es auf. Also beginnt es nicht mit Kapitel 1, sondern mit Kapitel 7 und dann kommt Kapitel 85 und dann 297. Und sie gibt Eragon diese Kapitel, um sie sozusagen Probe zu lesen. Und genau diese Kapitel erhalten wir natürlich auch. Also bekommen wir hier einiges aus der Vergangenheit, aus der sehr frühen Vergangenheit, aber auch sehr späten Vergangenheit, wo wir Angela dann irgendwann auch schon kennen und einiges aus der Reihe vielleicht kennen. Und wiedererkennen, was vielleicht auch Spaß macht. Ja, und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass das nicht Christopher Paolini geschrieben hat, sondern seine Schwester Angela Paolini. Denn auf seiner Schwester beruht ja der Charakter der Kräuterhexe. Und da ist das ja ein schönes Detail, dass sie hier diese Kurzgeschichte von der Kräuterhexe, von der Biografie der Kräuterhexe ja zugesteuert hat.
Und die dritte Geschichte wird Aragorn erzählt von den Urgals. Und das ist ja wieder ja etwas ganz anderes. Und da dreht es sich auch tatsächlich um einen Drachen, und zwar auch um einen bösartigen Drache und um eine junge Urgal-Frau, um ein Urgal-Mädchen. Denn ja, ihr Dorf wird von einem bösen Drachen terrorisiert, der überfällt immer wieder das Dorf und sucht sich Opfer aus, und dann legt er sich wieder um den in der nahegelegenen Berg herum und schläft. Sein Verdauungsschläfchen kann Monate, Jahre dauern, bis er dann wieder das Dorf überfällt. Und eines Tages wird ihr Vater von den Drachen verschlungen, und sie schwört Rache, dass sie diesen Drachen ermordet. Aber das ist bisher niemandem gelungen, der ist einfach zu übermächtig. Aber sie ja, gibt nicht auf, sie kämpft und sie erlernt Kampfkunst und irgendwann auch Magie, und die Jahre vergehen und sie versucht ja mehrmals diesen Drachen zu töten. Ob es ihr irgendwann gelingt, das erfährt man dann auch in dieser Geschichte. Und ja, auch interessant mal aus der Perspektive von den Urgals, die ja auch so ihre ganz eigene Kultur haben, eine Geschichte zu erfahren. Ja, und was Aragorn alles aus diesen drei Geschichten heraus ja liest für sich, für seinen Alltag, das erfahrt ihr dann auch hier. Ja, so viel zum Inhalt möchte ich sagen. Ich finde es wichtig, dass man auch ein bisschen was zu dem Inhalt der Kurzgeschichten hat. Das habe ich bisher in den vorigen Videos, in den Lesemonaten und so weiter nicht erwähnt, aber ich finde, hier gehört es her, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Was mich überrascht hat, was ich halt nicht wusste, ist, dass wir hier diese Rahmenhandlung haben. Und das hat mich so ein bisschen darüber hinweggetröstet, dass es jetzt hier nur in Anführungszeichen Kurzgeschichten sind, weil ich glaube, wenn es einfach nur eine Sammlung von zusammenhangslosen Kurzgeschichten wäre, dann wäre ich noch enttäuschter gewesen, dass wir hier wieder auf Aragorn treffen und so seinen Alltag nachverfolgen, und zwar nur kurz nach dem Finale, finde ich ganz, ganz toll, weil das tröstet mich so ein bisschen darüber hinweg, dass ich das Ende von Aragorn, dem vierten Band, leider überhaupt nicht mochte, weil das ließ so viele Fragen offen. Und man wollte einiges wissen, und genau diese Fragen werden hier so ein bisschen beantwortet, was mich so ein bisschen ja irgendwie über das blöde Ende des vierten Bandes wirklich hinweggetröstet hat. Ich habe hier noch ein paar Notizen, damit ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ja, ich finde halt auch schön, dass man altbekannte Figuren wieder trifft. Es gibt einige Querverweise, und ja, das hat Spaß gemacht. Auch, dass die Geschichten ja immer mit in die Gegenwart so mit reinspielen und in Aragorns Leben irgendwie, das hat für mich diesen Kurzgeschichtenband rund gemacht. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Aufmachung dieses Buches überhaupt nicht mag, beziehungsweise das Cover. Es ist so grau in grau, so trübselig. Und ja, ich finde auch, dass hier dieses Bild so computergemacht aussieht und überhaupt nicht diese schöne gezeichneten Cover ähnlich sieht, die ja, Band 1 bis 4 haben. Das finde ich sehr, sehr schade. Das Einzige, was hier irgendwie noch ein bisschen edel wirkt, ist vielleicht die goldene Schrift. Aber ansonsten mag ich es überhaupt nicht leiden, das Cover. Was man jetzt wieder positiv sagen muss, das Motiv hat tatsächlich was mit dem Inhalt zu tun, und zwar mit der dritten Geschichte, was ich ja schon erzählt habe, mit dem Drachen, der das Dorf terrorisiert und sich dann für seine Verdauungsschläfchen immer um diesen Berg kringelt. Aber ich finde das wirklich überhaupt nicht schön. Was aber wieder schön ist, dass es zu jeder Kurzgeschichte tatsächlich Illustrationen gibt. Jetzt nicht besonders aufregende, aber sie sind wohl von Christopher Paolini selbst. Dann gibt es noch eine Karte, was ich ja immer sehr mag, sogar in farbig, was ich auch schön finde. Aber ich muss sagen, was darauf abgebildet ist, ja, dann hätte man sich die Karte vielleicht doch sparen können. Ja, ihr seht hier den Berg Angor, wo wir uns eigentlich hauptsächlich befinden, und dann nochmal ein Pfeil, wo es zu Alagesia gibt. Ansonsten ist die Karte leer, ist nichts zu sehen.
Das Einzige, was ich jetzt cool finden würde, wenn man jetzt nach und nach mit mehreren Kurzgeschichten oder wenn wir mehr über Aragorns Zukunft erfahren, dass sich diese Karte in den nächsten Bänden dann füllt, wenn dann dieses neue Land entdeckt wird. Das würde ich eine ganz coole Idee finden. Ansonsten finde ich die Karte sehr überflüssig, weil hier auch überhaupt nicht rumgereist wird. Also ja, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Die Kurzgeschichten an sich haben mir auch sehr gut gefallen. Die ersten beiden waren sehr rasant erzählt und wir treffen eben dort auf bekannte Gesichter, was ich ganz toll fand. In der ersten Geschichte überraschend, in der zweiten Geschichte eben die Kräuterhexe. Und was ich toll fand, ist, dass man in allen Kurzgeschichten gemerkt hat, dass es verschiedene Erzähler waren und dass es auch ein anderer Erzählstil war tatsächlich. Die dritte Geschichte hat mich von der Thematik auch sehr angesprochen, weil es eben auch was mit dem Drachen zu tun hat und diese Kultur der Urgals noch ein bisschen mehr beleuchtet hat. Ich muss aber sagen, dass mir die dritte Geschichte doch etwas zu langatmig war und die Auflösung fand ich ein bisschen unbefriedigend, was ich natürlich jetzt nicht näher beschreiben kann, weil ich euch da nicht spoilern möchte. Doch obwohl mir die Geschichten ganz gut gefallen haben, muss ich doch sagen, dass mir etwas an Informationen gefehlt hat, dass ich gerne gewusst hätte, wie es weitergeht. Das war insbesondere der Fall bei Geschichte 1 und 2. Geschichte 3 schließt da so ein bisschen aus, denn die Geschichte war relativ rund und gut abgeschlossen, auch wenn ich jetzt das Ende nicht sehr mochte. Aber das war für mich eine runde Sache. Geschichte 1 und 2 war für mich eigentlich keine Kurzgeschichte, sondern hat sich gelesen wie Kapitel 1 oder der Prolog einer neuen Geschichte, eines neuen Romans. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass wir eben dort bekannte Gesichter treffen und dass man natürlich genau da auch gerne wissen möchte, wie es mit denen weitergeht. Also da würde ich gerne mehr erfahren und hoffe, dass es dann vielleicht in den nächsten Bänden da noch weitergeht. Ansonsten würde ich es ein bisschen unbefriedigend finden. Und weil diese Frage bestimmt gekommen wäre, möchte ich sie hier vorneweg schon im Video beantworten, ob man dieses Buch auch als Einstieg verwenden kann in die Reihe, wenn man Band 1 bis 4 noch nicht gelesen hat. Ich für meinen Teil würde es nicht empfehlen, weil man viele Anspielungen halt nicht verstehen würde, weil man gar nicht so viel Spaß hätte mit diesem Buch und weil man sich auch echt spoilern würde für die Geschichte. Man würde vielleicht auch einige Fragezeichen im Gesicht haben und nicht ganz verstehen, besonders die Rahmenhandlung nicht. Die drei Geschichten können natürlich für sich stehen und kann man durchaus lesen, aber auch hier gibt es natürlich Anspielungen und wie ich schon gesagt habe, hängt das auch alles so ein bisschen miteinander zusammen und das wäre schon schade, wenn man das nicht versteht. Aber ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn ihr sagt, ich habe dieses Buch gelesen und ich kenne Aragorn nicht und ich hatte dennoch so viel Freude damit. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich kann das ja nur jetzt aus der Sicht sehen und erklären, wie das ist, wenn man Aragorn 1 bis 4 schon gelesen und geliebt hat. Abschließend kann ich zu diesem Kurzgeschichtenband also sagen, dass ich natürlich viel lieber eine neue Reihe gehabt hätte und dass der Band natürlich bei weitem nicht an Aragorn 1 bis 4 rankommt und nicht so die Tiefe aufweist wie ein eigener Roman. Aber es hat mich positiv überrascht, eben durch diese Rahmenhandlung und dass alles so ein bisschen miteinander verwoben ist. Und ich bin durchaus auch gespannt, was uns weiterhin erwarten wird. Wann hier steht natürlich drauf, Band 1 Doppelpunkt Aragorn. Frage ich mich, ob Band 2 dann auch ein Kurzgeschichtenband ist, der dann aber eine andere Figur in der Rahmenhandlung betrifft. Wir werden es sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Wir brauchen ja auch die Hoffnung nicht aufgeben. Christopher Paolini ist noch sehr jung und vielleicht kommt da tatsächlich noch irgendwann eine neue Reihe und neuer Roman heraus. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt, was ihr zu diesem Kurzgeschichtenband sagt. Seid ihr auch eher enttäuscht? Oder seid ihr positiv überrascht? Was sind eure Gedanken zu diesem Buch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.